Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragon Mary. Wir haben hier ein Zooplus-Paket. Tatsächlich merkt man auch an den grünen Bändern. Und da es so riesig ist, merkt man auch dran, dass Heu drin ist. Es ist tatsächlich nur ein Paket. Ich bin ganz erstaunt und entsetzt. Aha, da war die Öffnung. Da haben wir die Rechnung. Und wir erkennen schon jetzt Plastik. Großartig. So. So. Blöderweise ist es so zu finster. Ja, ziemlich. Na. So, Plastik, tada! Jo, man sieht schon, naja, besonders gut geschützt war die Korkerei nicht, zum Glück ist nichts passiert. Obwohl es auf dieser Seite aufgelegen ist, also da, weil da oben waren Steinchen eingearbeitet, also irgendjemand hat es auf den Kopf gestellt. Dafür schaut es hier aber relativ schön aus. Eine Korkröhre M für die. Ne, das tun wir dann wegschmeißen. Eine Korkröhre M für die Rennmäuse, weil die haben ihre leider zerstört. Jo. Dann. Nein, ich habe immer noch keine Katzen. Das ist für die Kaninchen so eine Kuschelröhre, Kuscheltunnel mit Eulen drauf. Kann ich da noch einmal herzeigen? Vielleicht nicht unbedingt. Aha. Nee, ein bisschen gebröselt hat die Korkröhre schon. Ja. Und dann haben wir noch so einen Katzentunnel mit Pfoten drauf. Jo. Gleiche Länge, gleiches alles eigentlich. Ich glaube sogar gleicher Preis, nur anderes Muster. Jo, da haben wir das schaut irgendwie total grausig aus. Ist das geschimmelt? Irgendwie schaut das da total. Das ist total pelzig. Entweder das sind Motten. Motten kann ich mal irgendwie nicht vorstellen. Aber nur der! Nur der schaut so grausig aus. Nee, da mache ich Fotos und schicke das zurück. Weil das ist für den Preis ist ja das eigentlich furchtbar. Das ist total pelzig, das schaut richtig schimmelig aus, aber nur der. Das heißt, der muss schon so eingepackt worden sein. Toll! Daily Best, super. Wenn das wirklich schon so eingepackt worden ist. Lecker. Ja, weil das schaut schon besser aus, wobei ich nicht der Meinung bin, dass das jetzt 15 cm sind. Das schaut schon, ja. Lassen wir das mal besser beruhen. Die sehen wenigstens hübsch aus, aber das eine, da schreibe ich Ihnen, dass das totaler Müll ist. Man merkt, es stand auf dem Kopf. Was nein, das ist nicht so. Bröselig, ich glaube aber, das ist von der Korkröhre. Das ist ziemlich eingeschweißt. Ja, Feldkräuter von JR Farm oder Junior Farm. Das ist weniger Vakuum verpackt, aber nein, das ist offen. Da hört man was. Okay. Das ist besser Vakuum verpackt, das ist noch geschlossen. Noch einmal. Ich glaube, ich habe zweimal zwei genommen oder nein, Dreierpack war es. Offensichtlich war es nur drei da. Wie gut, dass ich die vorher sowieso waschen wollte. Dunkle Sachen muss man sowieso immer waschen, weil die abfärben und die ja nicht mit tollen, umweltfreundlichen Sachen gefärbt wurden, sondern mit
Made in China. Ich glaube, das sagt alles. Also so Kleidung oder alles Mögliche, was möglich, also was dunkel ist. Vorher waschen, weil da sind krebserregende Stoffe drin. Egal in was, auch in Kleidung. Auch Adidas oder sonstigen Müll, der auch in China produziert wird übrigens. Jo. Fließdecke, Kuscheldecke. Hören wir auf mit dem Blödsinn zum Quatschen. Nur die Videos sind sonst so deprimierend. So, wir haben total viel Müll am Boden. Wie gut, dass ich noch nicht Staub gesaugt habe. Und dann haben wir zweimal endlich das Wilmiheu. Nur dieses Mal sind es nur noch 10 Kilo. Ja, dementsprechend schaut es auch aus. Toll. Ja, klein gehäckselt alles. Das wird ihnen auch wieder nicht schmecken. Gut, also Wilmiheu kann man mittlerweile auch nicht mehr kaufen. Da habe ich jetzt so lange drauf gewartet. Ja, dass ich zwischendurch anderes bestellen musste, aber das schaut tatsächlich besser aus als das Wilmi jetzt. Ist das überhaupt Wilmi? Ja. Sind jetzt nur noch 10 Kilo anstatt 12 Kilo. Und schaut furchtbar aus. Das ist ja nur Staub. Was ist das? Was ist das? Da bin ich andere Qualität gewöhnt. Also wird's daraus wohl nichts mehr. Also wir kaufen kein Wilmiheu mehr. Jetzt müssen wir uns wieder durchprobieren, verdammt. Naja. Das zweite schaut nämlich genauso aus. Jo. Ja, das ist der ganze Einkauf. Bin wieder, ja, eigentlich enttäuscht. Buffy, du hast genau die Packung, die verschimpelt ist. Da tun wir nicht hin, weil das ist krebserregend. Geh weg da. Ja. Zum Plus bringt Tiere um. Oder Telepest, ich weiß nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, weil wenn das erst geschimpelt wäre, wenn sie in der Verpackung gewesen wäre, dann wäre ja der andere Knochen auch betroffen. Aber es ist wirklich nur der. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das erst nachträglich passiert ist. Aber ich schreibe mal hin. Boah, Finanzschatz. Du kriegst das andere. Hm, das schmeißen wir weg und dann beschweren wir uns. Hm? Ja, das mit dem Geld zurück ist ja toll bei Zooplus, weil da muss man irgendwie ein Fax hinschicken. Also ich habe noch nie mein Geld zurückbekommen bei Zooplus, wenn man da ein Fax hinschickt muss und ich habe kein Fax. Die miesen Dreckigen. Ja, aber dieses Mal werde ich mir, schicke ich halt meine Bankdaten mit der E-Mail, ist mir scheißegal jetzt. Ich habe kein Fax, sollen keine Faxen machen. Ja, Heu ist Müll. Wenigstens die Kräuter schauen schön aus. Ich hoffe, die Röhren sind in Ordnung und die Decke. Jo, und eine Packung von denen. Buffy, nein, das ist genau die schimmelige Packung. Geh weg. Du hast heute schon was gekriegt. Jo, dann hoffe ich mal, dass euch das trotzdem gefallen hat, das Video. Ich glaube, ich werde jetzt dann wirklich nicht mehr... Ich habe es jetzt eh lange vor mich hingeschoben, aber ich brauchte das Heu. Aber ich werde mal irgendwo anders Heu bestellen, weil das ist mir jetzt wirklich schon zu blöd. Also das ist mir jetzt wirklich schon langsam zu blöd. Die haben tolle andere Sachen, aber man kann da wirklich kein Futter mehr kaufen. Ich bin wirklich schwerst enttäuscht. Achso, wo ist denn eigentlich die Korkröhre? Die steht da oben. Hoppala, die gehört ja noch dazu. So. Nein, Buffy, die gehört auch nicht dir. Lass das. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Video.